So. Und dann nehmen wir jetzt aber... Ach ja, da oben ist kein... Und da würde mich eigentlich mal auch interessieren, was macht ihr denn an dem Wetter? Seid ihr... Es gibt ja auch Leute, die mögen gar nicht so dieses warme Wetter, ne? So... Ich meine, den meisten Leuten kann man es eh nie recht machen, sind wir da mal ganz ehrlich. Hier habe ich Äpfel drin und da auch. Moment, das ist fertige... Äpfel sind fertiges Essen, die kommen da oben rein. Habe ich schon eine Höhlentour gemacht? Wollte ich nicht eine Höhlentour machen? Habe ich mich dafür nicht vorbereitet? Ich wollte doch eigentlich eine Höhlentour machen. Haha. Mi el grande intelligente. So, schlafen gehen und dann Höhlentour. Gehen wir hier vorne rein dann. Weil wir müssen ja wieder ein paar Level gut machen und alles mögliche. El grande intelligente, ey, aber richtig. Dafür bin ich doch hier hingekommen. Also hier hin. Irgendwie. Stimmt, dafür habe ich auch den Golem eingepackt. Boah, echt, also manchmal bin ich schon der intelligentesten einer. Jetzt habe ich meine Spitzhacken soweit alle verhauen und muss mir erstmal neu machen. Also eine zumindest machen wir uns noch. Dann habe ich hier noch 1, 2, 3. Na komm, mach, ich brauche noch was. 2 Barren brauche ich noch, dann kann ich mir noch eine Spitzhacke machen und dann gehen wir los. Ne, aber was macht, genau, denn was macht ihr denn so? Seid ihr Leute, die auf jeden Fall, es gibt ja diese Sonnenbader und so, die Leute, die dann wirklich gucken, dass die jeden einzelnen Sonnenstrahl mitnehmen, ne, was ich ja auch ziemlich cool finde, ne, mache ich auch gerne mal. Warte mal, wird da, ach guck mal, hier wird dann angezeigt, wie viel Plusschaden das ist. Mhm. Ich bräuchte so den einen oder anderen Kohleklumpen auch noch. Hier nehmen wir mal davon ein paar mit. So für ein paar Fackeln. So, haben wir 2 Fackeln noch im Gepäck und gehen los. Und dann machen wir auch die Monster wieder an. Moment, Optionen, Peaceful, machen wir direkt auf Normal. Boah, das wird eine Fahrt, ey. Ja, und dann gibt es halt die einen Leute, die halt jede Sonnenstrahl mitnehmen, raus. Und ich habe letztens sogar, was ich richtig, richtig cool fand, ich meine, das musste auch erstmal auf so eine coole Idee wieder mal kommen. Da bin ich mit der Bahn durch die Gegend gefahren und hab dann aus dem Fenster in der Bahn halt geguckt, weil du guckst halt aus dem Fenster, während du Bahn fährst. Und dann waren halt links und rechts, kommt man halt an Gebäuden vorbei, die halt so... Ne, dann kommt man halt mal an Gebäuden auch mal ein bisschen vorbei. Und dann lag auf so einem Vordach von so einem Mehrfamilienhaus, also so 4-5-stöckiges Haus, lag oben auf dem Vordach, lag eine junge Dame, die hat dann einfach, hat anscheinend eine Dachgeschosswohnung gehabt und hat sich dann oben auf dem Dach gesonnt. Also die hat dann sich aus ihrem Fenster heraus, hat hier sich eine Wolldecke aufs Vordach gelegt und hat sich dann dahin gefläzt und hat angefangen da in der Sonne zu chillen. Was ich ja auch einfach mal eine richtig coole Aktion fand. Und ja, das ist halt so dann diese Sonnenbader, ne? Also die wirklich gucken, dass die jeden einzelnen Sonnenstrahl mitnehmen, alles genießen. Ist hier unten drunter, ne, wenn wir hier runterfallen, sind wir tot. Ist ganz toll. Und dann gibt's ja diese Sonnen, ja, mehr oder minder Hater, ne? Also Leute so, was? Nee, Sonne, das ist mir direkt heiß, dann gehe ich nicht raus. Nee. Und, okay, das sind dann meistens auch dieselben Leute, die fangen dann an, sich zu beschweren, wenn... In dem Moment, wo es wieder kälter wird. Nee, jetzt ist mir zu kalt, jetzt gehe ich auch nicht raus. Viel zu heiß, viel zu kalt. Kann man nie mal... Nee. Ne, kennst du so, die Leute so, die... Dann kannst du eh nie was recht machen. So. Boah, ich bin voll am Ölen, ey. Ich bin so am Ölen, ich schwimme hier weg. So, und ja, wie gesagt, den kannst du eh nichts recht machen. Aber dann gibt es ja auch so Leute, die sind total resistent. Die finde ich ja total geil, ne? Also da bin ich, oder eher gesagt, das finde ich ja fast schon bewundernswert, was die teilweise für ein Immunsystem haben. Denen kann alles scheißegal sein.
so Leute, okay, das ist, finde ich dann auch manchmal ein bisschen krass. Die gehen dann bei 5 Grad oder so, gehen die dann mit so einem T-Shirt noch raus, ne, wo andere total am Frieren sind, da denken die sich so, oh, weißt du was, YOLO, was weiß ich, scheiß drauf. Die stört die Kälte gar nicht. Ach, guck mal, da hinten kommen wir viel geiler hin. Da, ah, guck mal, da gehen wir mal hin. Das bauen wir hier ein bisschen aus. So. Das machen wir weg gleich. Ah, ihr solltet nicht hier runterfallen. Runterfallen wird sich definitiv als schlecht erweisen für uns. So, wir haben... Habe ich noch Sticks? Ich kann aber welche machen. So. Mehr Fackeln. Wo geht's da hin? Hier ist Wasser. Ist das Wasser dann auch Ende nach dem hier? Es scheint hier... Ja, nicht weiter zu gehen. Gut. Hier ist eine Menge Kohle. Wie sieht's hier aus? Da kommt das Wasser anscheinend auch nur von hier oben durch. Fließt dann hier rein und dann ist hier hinten in der Ecke auch wieder Ende. Okay, gut. Dann müssen wir uns hier auch wieder keine Gedanken machen. Aber hier ist Eisen. Und das möchte ich ja dann schon wieder haben. Ach, guck mal einer an. So, kann ich das hier irgendwie... Immer. Ich mache hier auch nochmal eine Fackel hin, damit ihr was seht. Schön. Zack, zack. Ah, warte mal. So, wir sperren den Weg, Wasser mal eben den Weg ab, damit wir hier in Ruhe minen können. Nehmen jetzt hier erstmal gut die Kohle raus. Zum Glück noch keine Monster bisher. Ich könnte eigentlich dann mal die Höhlen-Playlist anmachen. Aber auch an der Höhlen-Playlist muss ich... Ah ja, wollte ich auch noch eben sagen. Ich bin für unser LP ja immer noch eine Höhlen-Playlist am Zusammenstellen. Aber wobei gerade passt es eigentlich fast ganz gut. Fast. Warte mal eben, ich brauche den Bogen. Ich brauche den Bogen. Der Bogen ist hier. Den hatte ich doch längst. Der hat einen verzauberten Bogen. So. Komm ich. Ah, jetzt wäre ich fast darunter gefallen, gesprungen. Creeper, bleib weg, Mann. Wir laufen einfach hier rüber, pass auf. So. Und so können wir uns die Sachen holen. Da drüben noch eine Fackel hin. Und ich will den Mr. Enderman nicht angucken. Enderman, verpiss dich bitte. Andy, hau rein. Ja, ja. Hast deine Cornflakes wieder dabei, wa? Ist wieder am Knuspern, der Junge. So, Moment, wir bauen uns hier eben hoch. Und machen das, glaube ich, hier so zu, damit wir hier ja, sicheren Überweg haben. Und hier brauchen wir ja gar nicht mehr rein. Deshalb machen wir das auch zu. Ne, wie gewohnt. Wir sind ja schließlich in einer Höhle und wollen uns auf groß oder lang nicht verlaufen. Und so machen wir die Wege, wo wir bereits gewesen sind und wo wir alles rausgeholt haben, machen wir dann wieder zu. Hier ist wieder Sandstein, den ich unter Umständen mitnehmen kann. Da muss ich dann aber auch gucken jetzt, dass ich nur den Sandstein mitnehme, der nicht tragend ist. Ja, das geht auch noch. Hier, wie sieht's da aus? Ich befürchte ja fast, wenn ich das hier... Ja, dachte ich mir. Scheiße. Ja, wobei, ich glaube, oben drüber ist bestimmt Wasser. Wobei das mich jetzt auch nicht unbedingt beruhigt. Okay.
Ah, verdammt. Ah, okay, Glück gehabt. Da kam gerade noch eine Ladung Sand hinterher. Das nehme ich auch noch mit. Das kann ich noch mitnehmen. Ah, warte. Oh, cool. Und das kann ich auch noch mitnehmen. Das noch. Ah, das schon nicht mehr. Okay. Ja, dann müssen wir den Rest da jetzt so drinnen lassen. Aber ist ja auch okay. Wenigstens ein 19 Block Sandstein schon wieder dadurch bekommen. Ist doch okay. Die können wir auf jeden Fall gebrauchen, um da wieder Wege auszubauen. Was ich ja auch ganz cool finde, dann, wie gesagt, bei dem John Smith Texture Pack, was ich da vorhin noch mal ganz kurz angezeigt hatte, ist halt, dass man bei dem Sandstein dann zum Beispiel auch, ich weiß nicht, ob euch das dann aufgefallen ist, aber ihr könnt ja unter Umständen zurückspulen und dann mal eben gucken, dass man dann da so sieht, dass es so ein bisschen ausschaut, als wären das, gehen wir mal darüber, so, als wären die Sandsteine dann obendrauf wirklich so, ja, Gehwegplatten, sowas, nenne ich das mal so. So, machen wir den Weg hier ein bisschen breiter. Gucken. Oh nein, der Enderman meint, wir haben ihn angeguckt. Glaube ich. Nee, doch nicht. Hast du gehört, Enderman? Ich guck dich nicht an. Geh weg. Wenn du mich hier runterschubst, werden wir niemals mehr in deinem Leben Freunde. Mach dir das klar. Ja, noch können wir Freunde sein. Bis dass ich dich irgendwann töte. Und guck hier nicht immer rüber, du verlockst mich nachher dich auch noch anzugucken. Und das hier wird definitiv keine Liebe auf den ersten Blick, mein Freund. Ich kenne euch doch, ihr Enderman. Ihr seid doch alle gleich. So, hier auch nochmal eine Fackel hin. Ich mach den Weg hier wieder ein bisschen breiter auch. Guck mich nicht an. Damit wir hier später nicht runterfallen. Vielleicht mache ich das hier am besten auch mal direkt ganz zu. So, und stell da eine Fackel hin. Monster halten sich zum Glück gerade noch im... Ich hab dich nicht angeguckt. Hör auf, da mit deinem Gesicht so rumzuspacken. Und guck nicht immer hier hoch. Ich krieg das mit. Müssen wir jetzt einfach mal schauen gleich auch, ob wir uns da jetzt runterbauen oder ob wir erstmal hier komplett lang gehen und hier an Zeug rausholen, was in den Wänden ist. Das heißt, wir könnten ja dann auch hier wieder mehrere Touren starten. Ne? Das wäre ja dann vielleicht Ebene für Ebene alles abarbeiten. Wäre vielleicht auch gar nicht so schlecht. So, was haben wir denn hier dann? Dann können wir hier nochmal eine Fackel an die Wand setzen. Hier drüben nochmal eine hin. Dann wird es hier auch nochmal ein bisschen heller. Von Sinnen. Die gute Hella von Sinn. Was macht die eigentlich mittlerweile? Macht die aus dem Dschungelcamp Scheiß mittlerweile? Oder bei irgendeinem Popstars-Dreck irgendwo in einer Jury sitzen? Oder haben wir auch ewig nichts mehr von gehört, ne? Hella von Sinn. Die war doch zum... War die nicht auch bei 7 Tage, 7 Köpfe mal? Gibt's auch schon lange nicht mehr. 7 Tage, 7 Köpfe. Ist ja damals auch so, ich weiß nicht, ob ich da eine überhaupt noch von euch dran erinnern kann, aber 7 Tage, 7 Köpfe war halt damals auf RTL, war das abends, ja, es war eigentlich mehr oder minder war es auch überwiegend Klatsch und politische Comedy, weil die sich dann über die Weltgeschehnisse, die so da gewesen sind, nochmal lustig gemacht haben an dem Abend, immer freitags, ne? War es freitags oder samstags war es immer? Und auf jeden Fall war das dann auch eher politisch angehaucht. Und da hat man dann halt nochmal alles Mögliche an Themen angesprochen, die so in der... Oh mein Gott, wo bin ich? In der vergangenen Zeit wollte ich gerade... Hallo? Zombie? Warum habe ich das überlebt? Ach, weil ich... Leben hatte und alles. Ah, da ist ein Zombie. Hallo, Zombie.
Nein! Jetzt bist du da unten und ich hau dir auf den Kopf. Komm her. Jetzt auf den Kopf, Junge. So, jetzt komme ich auch da runter. Moment. So. Dumm. Wie weit geht's denn hier noch runter? Ach du heiliger Bimbam. Von da sind wir so lang gelaufen da und dann da runter gefallen. Ach du heilige Scheiße. Wie weit geht das denn bitte hier rein? Oh mein Gott. Okay, das ist so ein halb zerstörter Chunk irgendwas. Gut, dann wissen wir aber schon mal, dass es hier ein ganzes Stück weiter runter geht. Und gehen erstmal... Oh, da ist ein Zombie wieder. Vielleicht kann ich den ja erschießen einfach. Mit zwei Pfeilen nur. Schön. Haben wir einen verzauberten Bogen eigentlich? Nee, ne? Warum bin ich eigentlich nochmal in die Höhle? Ach ja, weil wir für die Schienen, um da in unserem Waldgebiet... Was soll das, Junge? Bist du doof? Hau mal ab jetzt hier. Um im Waldgebiet dann ja mehr wieder bauen zu können und so, bla bla bla, müssen wir ja Schienen da hinlegen erstmal. So, wie komme ich jetzt da wieder hoch? Ich baue mich erstmal irgendwie...